So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen wieder ein Getränk testen, was ich jetzt letztens im Teegut entdeckt habe, und zwar von Level Up. Jetzt ist Level Up ja irgendwie sowas, was ich ja gar nicht mag. Also nicht, weil es ein Hydration Drink ist, weil ich feiere ja auch übelst Prime. Aber Level Up ist eine Firma, die nur lauter komische Leute hat, die vertreten. Und das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, wenn ich mir so diese Influencer und Streamer und YouTuber angucke, die alle immer Werbung für Level Up machen. Den Eistee von Level Up fand ich richtig schlecht, mega enttäuschend, hat mir gar nicht zugesagt. Dann gab es aber diese Flaschen mit Level Up, da habe ich mal zwei Stück gehabt im Hydration Drink. Die fand ich sogar ganz gut. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt schon online ist. Es ist alles durcheinander. Ich habe dann gedacht, egal, alles was mit Level Up zu tun hat, gehe ich nicht mehr ran. Packe ich mir nicht rein. Das ist mir egal. Jetzt im Teegut, Pupsi sagt, guck mal, das ist aber cool. Shiny Fox. Shiny Fox, da ist das Pokémon in dir wieder erweckt. Shiny, was? Und dann Fox. Und dann sieht es auch noch aus, hier. Wo ist es denn da? Dann sieht es auch noch aus wie ein Vulnona, ja? So ein graues, so ein weißes, so ein irgendwas. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Design, muss ich sagen. Und das hat mich so angesprochen, dass ich dachte, ich möchte davon trotzdem irgendwie einen Test machen. So, guckt euch mal die Flasche an hier. Da steht Level Up Shiny Fox. Das war vielleicht fürs Thumbnail. Zero Zucker, also wieder ohne Zucker, B-Vitamine, Hydration Drink, erlebe den Flavor des Level Up Shiny Fox, Hydration Drink mit erfrischendem Geschmack, Zero Zucker, spezielle Formel mit 4 B-Vitaminen, am besten eiskalt genießen, 500 Milliliter, Pfandlogo ist drauf, folgt uns genau, enthält einen halben Liter Motivation mit vollstem Level Up Geschmack. Hashtag Durst durchgespielt. Bock auf mehr? Levelup.de. Ihr habt hier eigentlich so eine, ja, so eine herbstliche Landschaft. Irgendwie so in Abendröte ein bisschen drin. Irgendwie die Bäume so ein bisschen laubig. Und über den Laubbäumen habt ihr dann hier diesen Fuchs, der da rumfliegt. Und das sieht cool aus. Was ist aber Shiny Fox? Hier unten steht saure Pfirsichringe, Limettengeschmack. Saure Pfirsichringe. Okay. Limette, ja, stelle ich mir also komisch vor. Wir werden es jetzt öffnen, wir werden einen ganz kleinen Hieb nehmen. Ich habe erst gedacht, was ist das? Kann ich nicht deuten. Wenn du dich aber drauf konzentrierst, doch im Nachgeschmack, wenn du so ein bisschen in deiner Lippe rumschmalzt, wie eine Tüte saure Pfirsichringe. Ich mag zwar, glaube ich, lieber Apfelringe oder mag ich lieber Pfirsichringe. Ich weiß nicht, was seid ihr? Pfirsichring, Apfelring, schreibt es mal rein. Erinnert an Pfirsichringe, das passt. Die Limette ist wahrscheinlich das, was zuerst da war, was mich ein bisschen abgelenkt hat. Aber als Nachgeschmack eindeutig saure Pfirsichringe, ist ganz gut getroffen, hat keine Kohlensäure, hat eine super Farbe, wenn wir es jetzt hier einschenken, das seht ihr aber jetzt. Guckt euch das an. Pfirsichringe sind ja orange, gelblich, wie auch immer. Wenn ich mir hier diese Dose angucke, denke ich auch, ja, das sieht bestimmt heftig aus. Aber dass es blau ist, damit hätte ich nicht gerechnet, aber das kommt wahrscheinlich von diesem Fuchs. Der Fuchs hat es blau gemacht, das ist der Fuchs. Shiny Fox, vielleicht machen wir das Ganze eben auch nochmal mit dem Glas. Guckt euch die Farbe an, wie gefällt euch die Farbe, ist wieder alles hier voll mit irgendwelchen Chemikalien. Damit das lustiger aussieht. Wir werden das jetzt mal wegziehen und mal gucken, wie es dann schmeckt, ob es dann immer noch genauso interessant wirkt oder man direkt wieder Bauchschmerzen bekommt. Das Glas ist beschlagen, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist direkt frisch aus dem Kühlschrank raus, aber es ist irgendwie nicht so erfrischend und so kalt, wie ich das jetzt gedacht hätte. Ich habe schon andere Getränke getrunken aus dem Glas mit einmal so
Da war der richtig, hast richtig gemerkt, wie die Kälte hier den Rachen runterzieht, den ganzen Körper durchströmt. Also irgendwie hat die Flasche die Kälte außen an der Flasche gesammelt und es ist gar nicht so extrem an das Getränk rangekommen, sodass das Getränk selber gar nicht so kühl war. Ist jetzt okay? Ich finde jetzt eigentlich nichts, was mich sonderlich stört. Es hat jetzt auch kein, nicht mit Süßungsmitteln oder irgendwas Ekliges im Nachhinein. Ich merke jetzt auch noch keinen Bauchschmerzen, aber wenn ich das... Ja, ich glaube, wenn ich das so in kleinen Schlücken nehme, mir wäre der Geschmack einfach irgendwie auf Dauer zu viel. Dieses immerzu, dieses Pfirsichzeug. Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Aber zum Testen hier war es okay, weil wir hatten auf jeden Fall schon schlimmere Dinge. So. Habt ihr schon mal Pfirsichringe getrunken? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Die müsstest du dir eigentlich in den Schrank stellen. Aber nein, ich sammle Prime. Ich sammle kein Level Up. Und ansonsten, ja, packe ich der Shania ein. Einfach, ich habe eh noch ein paar Sachen für Shania. Da packe ich die rein. Und wenn die sagt, ja cool, die tue ich hier bei ein Regal oder so. Meinetwegen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Boah, jetzt wird mir doch ein bisschen schlecht, ne? Bisse, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.